Willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Witcher. So, bevor wir anfangen, Geralt. werde ich bei Rittersporn mal noch Zeug einlagern, da wir wieder hier eine ganze Menge Zeug eingesammelt haben. Hier die ganzen Runen können mal noch weg. Den Alkohol lasse ich mal. Das ist auch nicht verkehrt. Das könnte ich auch mal noch lassen. So, jetzt sieht das schon wieder etwas besser aus. Ich hoffe, dass wir demnächst mal wieder einen Händler finden. Was haben wir da? Katze, Weide, weißer Honig, Waldkauz, Schneesturm, Defries-Extrakt. Könnte noch mal wieder bei Gelegenheit Tränke herstellen. Ich wusste, ihr würdet früher oder später zurückkehren. Ihr habt viel versäumt. Seid gegrüßt, Vincent. Warum seid ihr hier? Ich bin für König Radovids Sicherheit verantwortlich, solange er in Temerien ist. Wir hätten ernsthafte Probleme, wenn ihm irgendetwas zustößt. Ist Foltest zurückgekehrt? Ja, er ist in Alt-Visima. Seit wir wissen, wessen Befehle wir befolgen, hat die Moral sich sehr verbessert. Ich muss nach Alt-Visima. Ich allein komme ja vielleicht rein. Aber nicht mit... Könnt ihr mir folgen? Was ist los? Ich habe einen Auftrag für euch, Rittersporn. Es geht um König Radovid. Die lose Zunge des Hexers wäre ein Risikofaktor. Warum habe ich bloß das Gefühl, dass ihr etwas vorhabt? Es stimmt. Ich bin nicht dafür geschaffen, mit Königen zu verhandeln. Abgemacht. Rittersporn wartet im Lager des Königs auf mich. Geralt, ihr tut, was ihr tun müsst. Tja, und so schnell werden wir den Rittersporn wieder los. Hast du noch was zu Viel sagen? Glück, Hexer. Nö. Geralt. Auch Gehen nicht? wir. Ja, du gehst jetzt woanders hin als ich. Hö. Ein paar temerische Soldaten. Schwachköpfe. Unser Kommandeur hat uns verboten, für eine Seite in den Kampf zu ziehen. Das verstehe ich nicht. Ich glaube, wir wollen aber trotzdem mal mit ihm reden. Seid gegrüßt, Geralt. Euer Hoheit. Glückwunsch zu der Sache mit dem Professor. Der anmaßende Pimpf wollte mich einmal erpressen. Danke für die gute Nachricht. War mir ein Vergnügen. Was führt euch hierher? Ich will die Salamandra erledigen. Gut. Löscht die Dreckskerle aus. Wie ist die Situation in Visima? Totales Chaos. Aber dank meiner Agenten ist Foltest zurückgekehrt und versucht nun, die Ordnung wiederherzustellen. Verstehe. Ich würde mich gern auf den Weg machen, Euer Hoheit. Lebt wohl. Na, das ging doch einigermaßen. Okay, was sagt unser Questbuch? Ja, hier noch ein bisschen was über Berengar. Süße Rache. Das Tor von Alt-Visima. Dann schauen wir mal, ob wir da irgendwie reinkommen. Hauptmann der Wache. Kommt genau rechtzeitig zur Prügelei. Sieht ruhig aus. An der Front ist es ruhig. Hier ein kleines Scharmützel, da ein paar Pöbeleien und dann ist wieder Ruhe an der Front. Yevin hat gesiegt. Fast alle Anderlinge Visimas haben zu den Waffen gegriffen. Wie ist das passiert? Als der Orden anfing, Frauen und Kinder zu töten, haben selbst die angepasstesten Elfen rebelliert. Das war die dümmste Aktion seit der Zeit von König Desmond.
Vielleicht wollte der Großmeister die Anderlinge provozieren. Als wäre es nicht schon schlimm genug gewesen, sind auch noch Gerüchte aufgetaucht, dass Anderlinge nach Alt-Vesima umgesiedelt werden sollen, weil wir anfälliger für die Pest sind. Das ist natürlich Unsinn! Was macht ihr hier? Wir müssen die angreifenden Ritter abwehren. Dann will ich die Zivilisten und Shanis Patienten aus Alt-Vesima wegbringen. Shani ist in Alt-Vesima? Sie hat eine Art Feldlazarett im alten Rathaus organisiert. Begleitet ihr mich? Natürlich. Das wäre doch schon mal eine Idee. Okay. Dann mach mal bitte Platz. Danke. Na komm, ich helfe mal noch gerade ein wenig. Ich fürchte den Tod nicht. Hauen noch ein paar Ritter hier weg. Verteidigt euch! Na, ich glaube, das dürfte gleich weg sein, jawohl. So, nachdem die jetzt platt wären. Ach, jetzt kommen wir, ich glaube, da kamen wir ja vorher nicht rein. Jetzt können wir endlich mal nach Alt-Vesima. Na, der Kommandoführer ist schneller als ich. Ja, jetzt doch nicht mehr. Ha. Haben wir dich doch noch überholt. Bin gespannt, wie es hier aussieht. Und wir sind im 5. Kapitel angekommen. Euer Hoheit, das ist Wahnsinn. Ihr solltet euch nicht solchen Gefahren aussetzen. Wartet hier und lasst mich eine stärkere Streitmacht ausheben. Unsinn, dies ist meine Stadt, die Hauptstadt meines Königreiches. Ich regiere dieses Land und ich weigere mich, wie ein Dieb durch seine Gassen zu schleichen. Euer Hoheit! Seid still! Ihr wisst doch selbst, dass diese Geheimdienstberichte das Papier nicht wert sind. Ich will mich persönlich überzeugen. Anderlinge greifen an! Beschützt den König! Für die Freiheit! Tötet die Dolde! Der Großmeister! Wir sind gerettet! Ihr seid zurück, Euer Hoheit. Hoffentlich nicht zu spät. Euer Königreich braucht eure Hilfe. Ihr solltet wissen, dass Könige nie zu spät kommen, Jacques. Euer Hoheit, Flammen verzehren die Stadt und das Blut eurer Untertanen lässt die Rinnsteine überlaufen. Dies ist nicht die Stunde für Worte. Taten sind gefragt. Und was schlagt ihr vor? Gestattet mir, eure Armee zu befehligen und gewährt mir Handlungsfreiheit. Niemals. Nur über meine Leiche. Diesmal war es knapp. Nächstes Mal kommt meine Hilfe vielleicht zu spät. Ich habe genug gesehen. Velarat, zurück zur Burg. Was macht er denn hier? Er war urplötzlich da. Dafür scheint er eine Begabung zu haben. Was soll ich mit ihm machen? Er kommt mit uns. Ich muss etwas mit ihm besprechen. Hexer von Riva. Euer Hoheit, ich bin geehrt. Wie ihr euch sicher denken könnt, habe ich euch nicht aus einer Laune heraus hierher gerufen. Eine ernste Sache bedrückt uns. Ein Fluch bindet meine Tochter. Ihr sollt ihn aufheben. Ich habe alle versammelt, die helfen könnten.
De Wet war das letzte halbe Jahr der Adjutant der Prinzessin. Velarat kennt Adda seit ihrer Kindheit. Und Trismerigold ist wegen ihrer umfangreichen Kenntnisse der Magie und ihrer weiblichen Intuition hier. Sprecht mit ihnen und denkt über die Sache nach. Wir werden uns in Kürze wieder darüber unterhalten. Wie ihr wünscht, Euer Hoheit. In der Zwischenzeit bedürfen gleichermaßen bedeutsame Dinge unserer Aufmerksamkeit. Ich höre zu, Euer Hoheit. Hexer, stellt euch vor, ihr kehrt von der Jagd auf ein Ungeheuer, auf eine Kikimore beispielsweise zurück und müsst feststellen, dass euer Heim ein Hurenhaus geworden ist. Euer Hoheit. Ich bin noch nicht fertig. Eure Statthalter haben versagt. Ein Verräter will euch aus dem Haus eurer Ahnen vertreiben. Wärt ihr da nicht auch erzürnt? Würdet ihr nicht auch noch mehr Blut vergießen wollen? Euer Hoheit, euer Heim ist auch das Zuhause der Elfen und Zwerge, die ihr von euren Ahnen geerbt habt. Die Feuer und die Toten gehen auf ihr Konto. Das könnt ihr nicht leugnen. Aber in Wahrheit brauche ich jetzt Frieden in meinem Königreich. Vielleicht solltet ihr eure königliche Güte auf die Anderlinge ausweiten und ihnen Sicherheit und gleiche Rechte garantieren. Vielleicht. Wir schicken Velarat als Unterhändler. Vielleicht erschießen sie ihn seiner elfischen Züge wegen nicht. Ich scherze. Es ist mehr erforderlich, um die Ordnung wiederherzustellen. Ich bin mir sicher, ihr habt recht, Euer Hoheit. Ich muss mich um dringende Angelegenheiten kümmern. Sprecht mit diesen klugen Köpfen. Sammelt ihre Weisheiten. Und vergesst meine Tochter nicht, Hexer. Ich zähle auf euch. Ich werde es nicht vergessen. Mein Diener ruft euch, wenn ich mehr Zeit habe. Na toll. Ihre Majestät, die Striege. Temerien wird siegreich sein. Sieht aber nett aus hier. Können wir uns auf den Thron setzen? Leider nicht. Okay. Ja. Dann schauen wir doch mal. Ach, der Herr De Wet. Ja. Hexer. Graf. Keine Titel, bitte. Begraben wir frühere Missverständnisse im Namen der höheren Sache. So sei es. Geralt. Fürchtet ihr nicht den Zorn des Königs, De Wet? Wie kommt ihr darauf, Hexer? Voltest sah ziemlich wütend aus. Er sagte etwas von Blutvergießen. Er meinte eindeutig das Blut von Verrätern und Anderlingen. Vielleicht entlässt er jetzt endlich diesen Versager Velarat. Der König möchte, dass ich Adda von dem Fluch befreie. Das kann ich mir denken. Ihr hattet schon einmal Erfolg, auch wenn es euch fast das Leben gekostet hat. Das Auftauchen der Striege besiegelt Voltests Ende. Viele sagen, er hat die Götter beleidigt. Erinnert ihr euch, wie sie zum ersten Mal zur Striege wurde? Helft mir auf die Sprünge. Als Voltest jünger war, war er unersättlich. So sehr, dass er seine eigene Schwester geschwängert hat. Ihr Kind starb bei der Geburt, wuchs aber in seinem Sarg weiter heran und kam nur zum Fressen heraus. Dann seid ihr aufgetaucht und habt den Fluch gebrochen, aber offenbar nicht vollständig. Die Rückkehr der Striege beweist, dass die königliche Dynastie verflucht ist. Die Leute sind empfindlich, was solche Zeichen angeht. Kein Wunder, dass Voltest möchte, dass ihr die Striege tötet. Ich dachte, ich sollte den Fluch aufheben. Ihr sollt verhindern, dass die Striege ein Schandfleck für den König wird. Die Chance, den Fluch von ihr zu nehmen, ist minimal. Ich habe Gerüchte gehört, wonach eine zusätzliche Belohnung für den Tod der Striege ausgesetzt wurde. Ich bin nicht an Gerüchten interessiert. Das solltet ihr aber sein. Es ist eure Entscheidung, Hexer. Aber ihr solltet darüber nachdenken. Lebt wohl. Ach ja, immer noch der arrogante Penner von damals, Triss. Geralt,
Ich habe mir Sorgen um euch gemacht. Ich war ebenfalls besorgt. Und ich bin stolz auf euch. Ich habe gehört, wie ihr für Alwin gekämpft habt. In Visima gehen schreckliche Dinge vor. Das ist wahr, aber der König stellte mich unter seinen Schutz. Sagt mir, wo ist Alwin? Alwin ist plötzlich verschwunden. Trotz des Amuletts, das ich ihm gegeben habe. Er ist verschwunden? Das ist schrecklich. Er könnte überall in Raum und Zeit sein. Ich hatte gehofft, das Amulett würde diese Fähigkeiten blockieren. Ich hoffe, es geht ihm gut. Triss, ich habe nachgedacht. Über uns. Ach, Geralt. Triss, wir können nicht so tun, als hätten wir hier und jetzt eine Chance. Wir sind, wer wir sind. Und keiner von uns möchte sich ändern. Aber ich will euch nicht verlieren. So habe ich das nicht gemeint. Ihr seid mir näher als jeder andere Mensch. Ich vertraue euch vollkommen. Geralt. Aber wir haben beide unsere Pflichten. Ich erwarte nicht, dass ihr die Interessen der Loge missachtet. Ihr habt recht. Glaubt mir, Triss. Ich wünschte, es wäre anders. Geralt, haltet mich fest. Kein Stell dich ein? Geralt? Was, meint ihr, ist mit Alwin passiert? Um ehrlich zu sein, hätte ich nie gedacht, dass er das Demeritum überwinden kann. Viele Zauberer würden sich daran die Zähne ausbeißen. Er ist eindeutig mächtig genug, um sich überall hin zu teleportieren. Vielleicht sogar durch die Zeit. Was denkt ihr über die Sache mit Ada? Sie ist eine Strege, Geralt. Wir wissen beide, dass sich Flüche nicht selbst wirken. Irgendwelche Theorien? Als ihr vor Jahren den Fluch zum ersten Mal gebrochen habt, habt ihr der Prinzessin befohlen, eine Halskette mit Einschluss zu tragen. Wacholder, Ginster und Haselnusszweige sollten in ihren Gemächern verbrannt werden. Lasst mich raten. Irgendjemand hat die Halskette vertauscht und etwas Falsches verbrannt. Ja, jemand, der ihr nahe stand und das Geheimnis kannte. Velarad weiß vielleicht etwas. Denkt ihr, ich sollte dem König helfen? Auf jeden Fall. In gewisser Weise bin ich eine politische Gefangene. Ich könnte wegteleportieren, doch das wäre höchst unangemessen. Und ich muss mich hier noch um einige Angelegenheiten kümmern. Was könnten das für Angelegenheiten sein? Belastet euch nicht damit. Ich weiß, ihr seid mit Yevin und seinen Elfenfreunden beschäftigt. Triss, seid doch nicht so. Ihr habt eure Entscheidung getroffen, Geralt. Ich muss gehen. Okay, das ist natürlich interessant, dass da wohl jemand nachgeholfen hat. Ja, die haben Spaß. Antoinette. Na, ich glaube, wie will ich erstmal mit Velerad reden? Seid gegrüßt, Geralt. Seid gegrüßt, Velerad. Ich sah euch mit dem König sprechen. Es schien recht unangenehm zu sein. Es könnte schlimmer sein. Geralt! Habt ihr kein bisschen Angst, Velerad? Der König schien wütend zu sein. Auf mich? Ich an eurer Stelle würde aufpassen, was ich sage. Ich habe Temerien mein Leben lang gedient. Wenn sie mich verurteilen, gehe ich hoch erhobenen Hauptes zum Galgen. Der König hat mir von Ada erzählt. Es ist schrecklich. Ihr habt uns ja gesagt, der Fluch könnte wiederkommen. Könnt ihr ihn ein zweites Mal brechen? Wir werden sehen. Ihr scheint euch gut an das letzte Mal zu erinnern. Gewiss doch. Ihr seid von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang in dem alten Herrenhaus geblieben, wo die Striege ihren Sarkophag hatte. Der Lärm, den ihr gemacht habt, hat die halbe Stadt wach gehalten. Wir gingen im Morgengrauen zum Herrenhaus und sahen euch beide in einer Blutlache vor dem Sarkophag liegen. Ihr habt kaum noch geatmet, aber die Prinzessin war geheilt. Der Verräter Ostrid war tot,
Der König überglücklich. Wer war Ostrid? Er hatte den Fluch aus Eifersucht gewirkt. Er liebte die Schwester des Königs. Gibt es diesmal viele Opfer? Ich weiß nicht recht. Heutzutage liegen mehr Leichen herum, als Fliegen auf einem Dunghaufen sitzen. Wisst ihr, wo die Striege tagsüber schläft? Nein, aber sie wurde in Al-Vusima gesehen. Vielleicht jagt sie dort. Es wird nicht ungefährlich, die Prinzessin von dem Fluch zu befreien. Stimmt, aber der König hat so seine Mittel, euch zu ermutigen. Was meint ihr damit? Ihr habt Freunde unter den Anderlingen. Helft Foltes, dann überlegt er es sich vielleicht anders und lässt ihre Ohren und Bärte nicht auf eine vorgeschriebene Länge zurechtstutzen. Ich verstehe. Geralt. Lebt wohl. Na gut, dann haben wir schon mal ein bisschen was rausgefunden. Unser barmherziger Meister empfängt euch jetzt, Herr. Geht nach oben in sein Gemach. Ich gehe sofort zu ihm. Nee, ich mache jetzt erstmal eine Folgenpause. Ohne Katze. Und dann wollen wir noch hier mit der netten Dame hier unten reden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Ciao, ciao.